Nachrichten des Tages. Heute mit Barbara Hallweg. Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind, wie auch Norbert Lehmann für den Sport. Einen schönen guten Abend auch von mir. Schauen wir auf die Themen von heute. Woher kommt der Strom bei zu wenig Wind und Sonne? Die Bundesregierung einigt sich auf einen Energiereserveplan. Ein paar Stunden parken, mehr als 200 Euro. Paris erhöht die Gebühren für schwere SUV drastisch. Einige deutsche Städte schauen das Konzept interessiert an. Nacht der Frauen in L.A. bei der Grammy-Verleihung räumen Taylor Swift und viele ihrer Kolleginnen die Top-Kategorien für die besten musikalischen Leistungen ab. Für den Wirtschaftsminister ist es ein Schritt zum klimaneutralen Stromsystem. Nach langem Ringen hat sich die Bundesregierung geeinigt, wie sie in sogenannten Dunkelflauten die Energieversorgung ohne Kohlestrom sicherstellen will. Dafür sollen in den nächsten Jahren neue Gaskraftwerke gebaut werden. Sie sollen dann Energie liefern, wenn keine Sonne scheint oder zu wenig Wind weht. Für die Kraftwerksbauer lohnt sich das nur, weil es massive Zuschüsse vom Staat geben wird. Ab 2035 sollen diese Kraftwerke auf Wasserstoff umgestellt werden. Karl Hinterleitner hat Details. In Altbach bei Stuttgart geht in 3 Jahren dieses Gaskraftwerk in Betrieb, umrüstbar auf Wasserstoff. Genau solche Kraftwerke stehen im Zentrum der Strategie der Bundesregierung. Erstmal begrüßen wir die Tatsache, dass die Kraftwerkstrategie heute veröffentlicht wurde. Das ist ein sehr wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Natürlich verstehen wir, dass es noch ein weiter Weg ist bis zur Implementierung. Ein Weg, der noch über 10 Jahre dauert, bis der endgültige Umstieg auf Wasserstoff beginnt. Ein langwieriger, aber notwendiger Schritt in die grüne Transformation, meint Robert Habeck. Nicht immer scheint die Sonne und nicht immer weht der Wind. Und die Konsequenz ist, wir brauchen grundlastfähige Kraftwerke. Das sind im Moment fossile Kraftwerke, Kohle, Steinkohle, also Braunkohle, Steinkohle und Gaskraftwerke. Und die sollen sukzessive aus dem Markt gehen. Das wird auch so kommen. Bis zum Sommer soll es einen Kapazitätsmechanismus geben, der finanzielle Anreize für Betreiber setzt, eine Art Bereitschaftsdienst für stromarme Stunden vorzuhalten. Für die FDP ein richtiger Weg. Ich bin sehr zufrieden mit der Lösung, denn die Lösung beinhaltet einen Kapazitätsmechanismus, das heißt einen günstigen Zubau von Kraftwerkskapazitäten. Jetzt muss es schnell in die Umsetzung gehen, damit wir saubere und sichere Energieversorgung auch im Winter haben. Die Opposition widerspricht, die Pläne der Regierung seien unausgegoren. Da bleiben alle Fragen offen. Was erwartet die Investoren? Wie wird ausgeschrieben? Wie wird das finanziert? Wir haben nach wie vor keine Klarheit. Die Hängepartie geht weiter. Mit rund 16 Milliarden Euro Kosten rechnet die Regierung für die nächsten 20 Jahre. Ob das am Ende wirklich reicht, ist aber noch offen. Viele Bürger, Kirchen, Gewerkschaften und Arbeitgeber rufen dieser Tage dazu auf, die Demokratie zu schützen. Jetzt haben sich auch Nachkommen deutscher Widerstandskämpfer wie Bonhoeffer oder von Stauffenberg zu Wort gemeldet mit einem dringenden Appell. Sie fordern, Zitat, der neuen Rechten in unserem Land und europaweit die Stirn zu bieten. Alle sollten sich verantwortlich fühlen, die liberale und rechtsstaatliche Demokratie zu bewahren und zu verteidigen. Auch der Bundeskanzler warnte heute vor Rechtsextremismus und Rassismus bei einem Treffen mit Migrantenverbänden im Kanzleramt. Frank Buchwald. Frankfurt heute Abend. Protest gegen Rechtsextremismus sowie in vielen deutschen Städten. Angst um die Demokratie treibt Tausende auf die Straße. Wer in der Demokratie schläft, wacht im Faschismus auf und wir sind auf dem Weg dahin. Rassismus sollte keine Chance in Deutschland haben. Ist ja auch irgendwie total schön, dass so viele Leute da sind. Emotionen und Sorgen, die auch den Kanzler bewegen. Wir lassen nicht zu, dass Extremismus und Intoleranz unsere Gesellschaft spalten. Alle 84 Millionen Bürgerinnen und Bürger in unserem Land haben die gleichen Rechte. Alle verdienen Respekt. Und darum geht's. Olaf Scholz empfängt Menschen aus bedrängten Minderheiten, Vertreter von Migrantenverbänden. Mit dabei auch Said Hashemi. Er gehört zu den Opfern des rechtsextremistischen Anschlags von Hanau vor fast genau 4 Jahren. Hashemi erlitt dabei schwere Verletzungen. Sein Bruder wurde getötet. Es ist symbolisch sehr stark, dass der Kanzler einlädt hierher ins Kanzleramt und uns Gehör verleiht, weil ich denke, gerade jetzt ist es an der Zeit, das stark zu machen, dieses Thema. Ein Dialog im Kanzleramt auf Augenhöhe.
Mir und dem Bundeskanzler ist es ein Anliegen, dass wir nicht über Sie, sondern mit Ihnen sprechen. Und deshalb sind wir heute hier. Ein Signal, auf das viele Migranten lange gewartet haben. Deutschland ist unser Zuhause und niemand wird uns aus Deutschland vertreiben. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Deutschland ist unser Zuhause und wir bleiben hier. Und deswegen brauchen wir ein Positivsignal von allen Menschen, die hier leben. Deutschland nämlich, das zeigt sich auch heute im Kanzleramt, ist für die allermeisten Einwanderer längst Heimat geworden. Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung Klein hat einen Angriff auf einen jüdischen Studenten in Berlin am Wochenende verurteilt. Sollten sich die Anhaltspunkte für ein antisemitisches Motiv der Attacke erhärten, forderte er die volle Härte des Gesetzes und gegebenenfalls die Exmatrikulation. Ein pro-palästinensischer Student der Technischen Universität soll den jüdischen Studenten krankenhausreif geschlagen haben. Seit geraumer Zeit sind die Beziehungen zwischen Frankreich und Deutschland nicht ganz so gut, was man schon daran sieht, dass die letzten französischen Ministerpräsidenten bei ihren Antrittsbesuchen einen Bogen um Deutschland machten. Anders der neue Premier Gabriel Attal. Keine 4 Wochen im Amt ist der 34-Jährige heute nach Berlin gereist. Er wolle so das Gewicht der deutsch-französischen Freundschaft betonen, sagte er. Bundeskanzler Scholz empfing ihn mit militärischen Ehren. Geplant sind Beratungen über bilaterale, europäische und wirtschaftspolitische Themen. Und in diesen Minuten beginnt die Pressekonferenz in Berlin. Diana Zimmermann, warum ist dieser Besuch wichtig gerade jetzt? Der Besuch ist natürlich wichtig, weil es der Antrittsbesuch des neuen französischen Premiers, des Mini-Macron, wie er auch genannt wird, des Sprachrohrs des französischen Präsidenten. Zwischen ihm und Olaf Scholz sind die Beziehungen nicht besonders gut vorangekommen, aber sie sind natürlich wesentlich. Auch deswegen, weil es so viele gemeinsame Projekte, gemeinsame Sorgen gibt. Da ist einmal die Sorge vor dem Erstarken der Rechtspopulisten, gerade im Jahr der Europawahl. Da sind massive Bauernproteste, auch Frankreich hat damit zu kämpfen. Und da ist natürlich die Sorge um die Sicherheit Europas und die Frage, wie geht es weiter mit der Ukraine? Olaf Scholz hat in der Vergangenheit Frankreich mehrfach ermahnt, mehr zu tun für die Ukraine. Gabriel Attal hat das hier gerade zurückgewiesen. Die Hilfen Frankreichs an die Ukraine seien massiv und von sehr großer Qualität. Wichtig ist es beiden, auch an die USA zu signalisieren, wir werden in unserer Unterstützung für die Ukraine nicht nachlassen. Das ist eine Botschaft, die Olaf Scholz, wenn er am Donnerstag nach Washington reist, auch an Präsident Joe Biden mitnehmen möchte. Diana Zimmermann live aus Berlin. Danke für diese Eindrücke. Der nächste Streik steht an. Übermorgen trifft es wohl mehr als 100.000 Flugreisende. Die Gewerkschaft Verdi hat das Bodenpersonal der Lufthansa zum Arbeitskampf aufgerufen. Betroffen sind die Standorte Frankfurt am Main, München, Hamburg, Berlin und Düsseldorf von Mittwoch 4 Uhr bis Donnerstagmorgen. 10-20% der Flüge sollen laut Lufthansa aber durchgeführt werden. Verdi fordert für knapp 25.000 Angestellte 12,5% mehr Gehalt, mindestens aber 500 Euro monatlich. Was machen Fluggäste, die vom Streik kalt erwischt werden? Antworten darauf finden Sie in unserer ZDF-Heute-App. Etwa was konkret am Flughafen zu tun ist, wann es eine Entschädigung gibt und wer die jeweiligen Ansprechpartner sind. Paris wird ab September die Parkgebühren für schwere SUVs drastisch erhöhen. Bei einer Bürgerbefragung haben zwar nicht viele mitgemacht, aber die Mehrheit war dafür, 18 statt bisher 6 Euro für die erste Stunde zu verlangen. 6 Stunden kosten sogar 225 Euro. Das soll die sperrigen SUVs aus der Innenstadt verdrängen und die Luft verbessern. Auch in deutschen Kommunen ist das ein Thema, wie Jürgen Kiel berichtet. Sie sind schwer, sie sind groß und sie werden immer mehr. Der Trend ist ungebrochen. Jedes dritte neue Auto in Deutschland ist ein SUV. Allein im vergangenen Jahr sind mehr als 855.000 neu zugelassen worden. Schon schick von draußen, aber hat bestimmt auch seine umweltlichen Nachteile. Dass Autos immer größer werden, mehr Platz einnehmen und auch mehr verbrauchen, ist durchaus ein Problem für die Stadt. Denn alle müssen auch irgendwo parken. In Tübingen gibt es schon Sondertarife für SUV. Anwohner parken für Fahrzeuge bis 1,8 Tonnen 120 Euro im Jahr. Für die schwereren Karossen werden 180 fällig. Das ärgert einige.
finde ich nicht in Ordnung. Verstößt gegen Gleichbehandlungsgrundsatz. Ein Auto kann nicht ausschlaggebend sein für das, was ich bezahlen muss. Parkpreis nach Gewicht in Tübingen und bald auch in Paris. Der ADAC findet das nicht ideal. Es ist tatsächlich nicht so, wenn man auf die Datenbanken schaut, dass nur große Autos, die augenscheinlich schwer sind, über diese 1,6 Tonnen fallen. Es gibt auch normale Autos, die Familien vielleicht fahren, wie den VW Caddy, der eben über dieser Grenze liegt. In Hannover fürchtet man deswegen auch Klagen. Man sucht eine Lösung. Die Autogröße könnte hier bald über den Parkpreis entscheiden. Ob es nach Fläche, Länge oder wie eine faire Bepreisung letztendlich aussehen kann, das muss dann entlang dieser rechtlichen Möglichkeiten diskutiert werden und dann auch politisch beschlossen werden. Ganz klar ist aber, dass wir nach Verbrauch der Fläche auch eine andere Bepreisung brauchen. Noch gibt es in Deutschland nur wenige konkrete Pläne, SUV-Fahrer zusätzlich zur Kasse zu bitten. Die Entscheidung von Paris befeuert aber auch hierzulande die Diskussion über den Stadtverkehr der Zukunft. In Chile wird mit jedem Tag deutlicher, welche katastrophalen Folgen die dort lodernden Waldbrände haben. Helfer finden in den Katastrophengebieten immer mehr Tote. Besonders schlimm ist die Lage in der Küstenregion mit den Städten Viña del Mar und Valparaíso. Mindestens 112 Todesopfer sind bestätigt. Fast 400 Menschen gelten noch als vermisst. Christoph Röckerath. Es sind ganze Straßenzüge, die das Feuer verschlungen hat. Im beliebten Ferienort Viña del Mar an der Küste, westlich der Hauptstadt Santiago. Selbst bei Tageslicht ist das Ausmaß der verheerenden Brände, die seit Tagen in Chile wüten, kaum abzusehen. Die Zahl der Toten und Vermissten steigt noch immer an. Viele der Überlebenden können kaum fassen, was ihnen passiert ist. Das Feuer war auf der anderen Seite und in 10, 15 Minuten war es hier. Überall schlugen Flammen aus dem Boden. Glut, Feuer, überall. Wir konnten die Hitze nicht mehr aushalten. Der Rauch, der ganze Himmel wurde schwarz, alles war verbrannt. Der Wind war wie ein Tornado. Es war wie in der Hölle. Die Regierung hat schnelle Hilfe versprochen und eine nächtliche Ausgangssperre verhängt, um Plünderungen zu vermeiden. Viele stehen vor dem Nichts. Hier stand meine Küche, da hatte ich auch eine Waschmaschine. Da war das Badezimmer mit Dusche und Toilette. Einen Teil der Brände konnte die Feuerwehr inzwischen unter Kontrolle bringen. Dafür werden aus weiter südlichen Regionen neue Feuer gemeldet. Die Behörden vermuten teilweise Brandstiftung als Auslöser der Brände. Es gibt ganz klare Anzeichen dafür, dass Absicht dahinter steckt. Es kann kein Zufall sein. Es kann nicht sein, dass vier Feuer zur selben Zeit von selbst oder zufällig entstehen. Die Ermittlungen laufen. Chiles Präsident Boric hat eine zweitägige Staatstrauer angeordnet. Die Angriffe jemenitischer Houthi-Milizen auf Containerschiffe im Roten Meer ziehen seit Wochen die internationale Aufmerksamkeit auf sich. Nur noch selten richtet sich der Blick auf die Situation in dem vom Bürgerkrieg geschundenen Land selbst. Dort herrscht eine der weltweit schlimmsten Hungerkrisen. 20 Millionen Menschen in dem Land sind dringend auf Nahrungshilfe angewiesen. Besonders dramatisch ist die Situation in der von den Houthi kontrollierten Region. Dort leben 70-80% der Bevölkerung. Und jetzt zieht sich auch noch das Welternährungsprogramm aus dem Land zurück. Goline Atay. Fast 5 Millionen Vertriebene hat der Krieg im Jemen hinterlassen. Immer noch kommen neue dazu. In einem der größten Zeltcamps im Nordjemen ist die Stimmung gereizt, die Menschen wütend. Jetzt bekommen wir nicht einmal mehr die Nahrungsmittelhilfen aus dem Ausland. Wir haben kein Essen, kein Wasser, kein Haus, nur den kalten Erdboden. Es gibt keine Hoffnung für unsere Kinder. Wir erfahren, nicht nur fällt das Spendenaufkommen für den Jemen immer geringer aus, das Welternährungsprogramm hat den größten Teil seiner Hilfe für das Houthi-Gebiet vorerst ausgesetzt. Denn die UN werfen den Houthis vor, internationale Hilfe nur an ihre politischen Günstlinge zu verteilen, nicht an die Bedürftigsten. Des Houthis Helfer entführen ist ebenfalls gängige Praxis. Zuletzt starb ein Mitarbeiter von Save the Children in einem Houthi-Gefängnis. Die Jemeniten wollen, dass die internationale Gemeinschaft die Houthis zur Verantwortung zieht für die Manipulation, die Ausbeutung, die Verhinderung internationaler humanitärer Hilfe. Wir Menschenrechtler sehen, wie dadurch die Houthis die Bevölkerung als Geiseln halten. Eine Klinik für unterernährte Kinder im Houthi-Gebiet.
Ohne die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen wäre hier gar keine Versorgung möglich. Immer mehr Fälle würden eingeliefert, berichten Ärzte. Gerade kam noch diese Meldung aus London. König Charles III. Ist an Krebs erkrankt und wird entsprechend behandelt. Um welche Form von Krebs es sich handelt, wurde nicht bekannt gegeben. Jetzt zum Urteil in einem Prozess, der die Öffentlichkeit jahrelang beschäftigte. Der Rapper Bushido gegen seinen Ex-Manager Arafat Abu Shakr. Der habe laut Anklage Bushido zur Zahlung von Millionenbeträgen erpressen wollen. Dem folgte das Gericht zwar nicht, verurteilte Abu Shakr aber zu einer Geldstrafe von 81.000 Euro. Grund? Er hatte vertrauliche Gespräche zwischen den beiden heimlich aufgezeichnet. Bushido und Abu Shakr waren lange Geschäftspartner, bevor der Rapper die Verbindung 2018 auflöste. Wer in der Musikbranche international Rang und Namen hat, war gestern in Los Angeles bei den Grammy Awards. Ein großer Abend, vor allem für Frauen. Allein in der Kategorie Album des Jahres waren 7 von 8 nominierten Frauen. Und gewonnen hat Taylor Swift. Zum 4. Mal ein goldenes Grammophon für ein Album. Damit bricht sie den Rekord von Musiklegenden wie Frank Sinatra. Benjamin Daniel. Sie hatte allen Grund zum Feiern. Mit Midnights räumte Taylor Swift den begehrten Preis Album des Jahres ab. Zum 4. Mal. Das hat bisher noch kein Künstler geschafft. Dieser Preis belohnt meine Arbeit und alles, was ich will, ist damit weitermachen. Ich liebe es. Das Produzieren macht mich glücklich. Es war insgesamt ein Abend der Frauenpower. Der Auftritt von SZA eine eindrückliche Performance. Unter anderem erhielt die Soul-Sängerin den Award Bester R&B-Song. Ihr versteht das vielleicht nicht. Ich musste einen sehr weiten Weg gehen und kann nicht glauben, dass das hier gerade passiert. Mit ihrem Barbie-Hit What Was I Made For bekam Billie Eilish den Grammy für den Song des Jahres. Die Auszeichnung Aufnahme des Jahres ging an Miley Cyrus für Flowers. Und Taylor Swift hatte noch eine Überraschungsankündigung im Gepäck. Mein brandneues Album wird am 19. April rauskommen. Es heißt The Tortured Poets Department. It's called The Tortured Poets Department. Und wer weiß, vielleicht wird uns dieser Titel ja wieder begegnen bei den Grammys 2025. Und jetzt englischer Fußball. Gestern Abend das Spitzenspiel Arsenal gegen Liverpool, Norbert. Ja, und da haben die Londoner dem FC mit Trainer Jürgen Klopp die erste Saisonniederlage in der Premier League seit September beschert. Liverpool bleibt zwar Tabellenführer, das Titelrennen aber jetzt wieder so richtig spannend. Auch die, die zu den Besten der Welt gehören, erwischen mal einen schlechten Tag. Natürlich hätten wir hier gerne gewonnen, aber über 90 Minuten waren wir einfach nicht gut genug. Arsenal in den roten Trikots, besonders in der ersten Hälfte spielbestimmend, bereits nach 14 Minuten das 1:0 durch Saka. Quasi mit dem Pausenpfiff kam es zu diesem Slapstick-Eigentor von Arsenals Gabriel. 1:1. Nach dem Seitenwechsel revanchierte sich Liverpool mit diesem kapitalen Abwehrbock. Martinelli mit dem erneuten Führungstreffer für Arsenal. Und in der Nachspielzeit, Liverpool nur noch zu zehnt, vollendete Trossard zum 3:1 Endstand. Durch diesen Sieg verkürzte Arsenal den Abstand auf Tabellenführer Liverpool auf 2 Punkte. Ja, und ein Top-Duell, das gibt's morgen auch hierzulande, nämlich im DFB-Pokal. Da trifft im Viertelfinale der Bundesliga-Spitzenreiter aus Leverkusen auf die Überraschungsmannschaft der Saison, den Tabellendritten aus Stuttgart. Noch 14 Saisonspiele in der Bundesliga, aber nur 3 im DFB-Pokal. Auch in Leverkusen weiß man, welcher Titel schneller geht. So, es ist die kurze Weg im Pokal. Wir sehen 2 Spiele vom Finale, aber morgen ist eine große Herausforderung. Die zuletzt erfolgreichen Stuttgarter könnten sich den Rheinländern in den kurzen Weg stellen, zumal Torjäger Serhou Guirassy vom Afrika-Cup wieder zurück ist, wenn auch mit Magen-Darm-Problemen. Da müssen wir jetzt einfach abwarten, was da rauskommt.
Und dann werde ich nochmal mit ihm sprechen, von Angesicht zu Angesicht, und dann wird eine gemeinsame Entscheidung getroffen. Im letzten Jahr kam der VfB bis ins Halbfinale. Da war Leverkusen schon längst raus im DFB-Pokal. Ja, und das letzte Viertelfinalspiel danach Mittwoch. Drittligist Saarbrücken gegen Gladbach, bei uns im ZDF live zu sehen. Dankeschön. Norbert. Gerne. Windig und regnerisch im Norden, sonnig und mild im Süden. Das ist das Wetter in Kurzform. Katja Hornefer wird gleich etwas ausführlicher. Das Heute-Journal um 9:45 mit Dunja Hayali. Wir sagen danke und tschüss und bis morgen, wenn Sie mögen. Einen schönen Abend noch. Guten Abend und herzlich willkommen zu einer Wetterwoche, in der sich Winter und Frühling miteinander messen. Das konnten Sie schon heute bemerken, denn auf Hiddensee lagen die Höchsttemperaturen nur bei 5,3 Grad. In Garmisch waren es dagegen 17,4 Grad. Jetzt in der Nacht sinken die Werte hier am Alpenrand auf 2 oder 1 Grad. Deutlich milder bleibt die Nacht am Niederrhein mit 9 Grad. Denn auch heute Nacht ziehen über Norddeutschland die Regenwolken hinweg. Im Süden ist es dagegen klar. Und diese Wetterzweiteilung begleitet uns auch durch den Tag. Im Süden gibt es morgen also viel Sonnenschein und über Norddeutschland ziehen die Regenwolken hinweg. Bei einem starken, zum Teil sogar stürmischen Wind aus west-südwestlichen Richtungen. An der Nordsee gibt es auch Sturmböen. Die Höchsttemperaturen morgen liegen meist bei 7 bis 12 Grad. Noch etwas milder wird es im östlichen Bayern mit 15 Grad. Am Mittwoch kann es dann für etwas Schneeregen hier in den nördlichen Mittelgebirgen reichen. Und am Donnerstag sollten Sie sich auf eine vielleicht sogar geschlossene Schneedecke in Norddeutschland einstellen. Da wird es dann also auch schon wieder glatt auf den Straßen und die Temperaturgegensätze verschärfen sich. Guten Abend.